Dies ist die Geschichte des Haus Sagarien, niedergeschrieben von Erzmeister Gildan, 300 Jahre vor der Handlung von das Lied von Eis und Feuer erobert Aegon mit seinen Schwestern Gemahlin und deren drei Drachen den Kontinent Westeros. Erste Band beginnt mit der Ankunft der Targaryen in Westeros und er beschreibt die Eroberung der sieben Königsteile. In der Geschichte werden anderthalb Jahrhunderte ihrer Herrschaft und den eisernen Thron bis zu einem Aufstände. Das Epos endet mit dem Thronfolgekrieg, der als Tanz der Drachen in die Geschichte eingehen wird. Die Vorlage zum HBO House of the Dragon als Sammeledition farbig illustriert. Es lohnt sich mal unbedingt mal reinzulesen. Ist auch ganz gut gemacht. Also das geht so zu diesen Thronfolgekriegen, der als Tanz der Drachen bekannt ist. Müsst ihr unbedingt mal lesen, wenn ihr die Serie House of the Dragon seht. Es ist auch viel über die Targaryen-Dynastie und Erbfolgekriege und der letzte der König aus der Hause des Drachen ist ja Aerys Targaryen, der auch als ihrer König bekannt ist. Wie ihr wisst, so wird vermutlich auch das zweite Band von Feuer und Blut enden. Also ich sag schon mal, das zweite Band von Feuer und Blut ist noch in Vorbereitung, aber ich denke mal, das wird dann vermutlich so auch weitergehen, dass es dann mit dem Sturz des irren König Aerys Targaryen weitergeht. Aber es wird bestimmt ganz spannend sein. Und ich kann euch mal empfehlen, die Serie House of the Dragon mal zu sehen. Die ist echt gut gemacht. Genauso wie das Buch. Das ist richtig gut, gutes Band. Ich finde auch der Umschlag, auch das Coverbild auch ganz toll gemacht. Feuer und Blut von George R. Martin. Das ist also, muss man sagen, das Prequel zu das Lied von Eis und Feuer und Game of Thrones. Ganz schön dick gemacht und viel drin steht. Also unbedingt mal lesen, wie sich da unbedingt mal reinsetzen, in das Thema Targaryen, wie das sie reinsetzen will. Und bis zum nächsten Video gleich. Und abonniert meinen Kanal.